بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister, erstmal herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge, zu unserer zweiten Episode unseres Podcasts, unseres neuen Podcasts namens Whispers of Wisdom. Nochmal kurz zurückblickend, wie kamen wir überhaupt auf die Idee des Podcasts? Und zwar dachten wir uns, wir probieren uns mal in einem neuen Format aus und es gibt keinen schöneren Zeitpunkt, keinen schöneren Moment als der Ramadan an sich, den Monat des Korans, wo man sich zusammen gesehen kann, um Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken und über den Koran und weitere Themen zu sprechen. Wie immer haben wir heute auch zu dieser Episode ein sehr, sehr interessantes Thema für euch. Doch bevor wir einsteigen, möchte ich erstmal unseren heutigen Referenten, Sheikh Mohammed Matad, vorstellen. Assalamu alaikum. Zuvor, bevor wir überhaupt einsteigen in das Thema, möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Also, wer bist du? Was hast du für einen Background? Ja. Mein Name ist Mohammed Matad, kennt mich, in Berlin geboren, aufgewachsen. Hier zur Schule gegangen, hier mein Lebensmittelpunkt. Ich darf hier als Imam arbeiten, auch aktuell in unterschiedlichen Moscheen und Gemeinden mit unterschiedlichen Vereinen. Alhamdulillah. Genau. Mashallah, barakallahu fiek. Erstmal auch ein sehr, sehr großes Dankeschön an unsere Geschwister von Ummahab. Durch ihre Unterstützung sind wir in der Lage, einen Podcast zu führen, denn wir befinden uns hier auch bei Ummahab und genießen diesen leckeren Kaffee nach unserem Iftar hier auch bei Ummahab. Für diejenigen, die Ummahab noch gar nicht kennen, Ummahab auch, wir kennen Ummahab auch durch Sheikhna Mohammed Matad, barakallahu fiek, sind zwei Brüder, zwei Herzensbrüder, die einen Café aufgebaut haben, welches vor allem zum Netzwerken gedacht ist, vor allem für diejenigen, die ein Coworking Space suchen, einen Ort zum Arbeiten, einen Ort der Stille, aber auch einen Ort des Netzwerkes suchen, wo man auch verschiedene Geschwister kennenlernt, um Hilfe zu suchen oder selbst ein Business zu starten oder auch wie wir hier einen Podcast zu starten. Ist Ummahab genau der richtige Ort für euch. Mashallah. Doch bevor wir weitergehen, auch noch ein ganz großes Dankeschön an zwei Sponsoren. Wir haben heute die Ehre, noch weitere zwei Geschwister zu ehren. Und zwar haben wir heute für dich auch als Geschenk, Sheikhna, ein wunderschönes selbst gezeichnetes, selbst gemaltes Gemälde mit der Aufschrift Alhamdulillah von einer Schwester namens emine.kck auf Instagram. Und zwar ist sie, ich würde schon sagen, ein Experte in Kalligrafie. Und sie bietet auch diese Formate, aber auch auch größere Formate an. Natürlich alles selbst gemalt. Und ich darf auch verraten, dass es bald auch einen Workshop gibt, wo sich Schwestern anmelden können, deutschlandweit. Und ich würde die Chance auf jeden Fall nicht verpassen. Deswegen erstmal. Und das zweite Geschenk, das haben wir leider jetzt nicht hier, aber das kommt noch nachgereicht, von den Geschwistern vom Pray Design. Wir kommen Geschenke zu empfangen. Vom Pray Design ein Gebetsteppich, mashallah, ein sehr, sehr hochwertiger Gebetsteppich. Wir blenden euch den auch jetzt kurz ein, damit ihr euch den seht. Den kann man auch personalisieren. Aber ihr wisst, dass ich Maliki bin. Das ist Makruh für mich, beim Teppich zu beten. Khair. Egal, du kannst es weiter verschenken. Oh. Genau, Barakallahu fikum auch an die Geschwister von Pray Design. Also auf Instagram heißen die Pray_Design_. Und bieten eine Vielzahl an Gebetsteppichen an. Genau. In dieser Episode tauchen wir in ein faszinierendes Thema ein, das sowohl die Schönheit als auch die Tiefe der menschlichen Beziehung aus einer ganz besonderen Perspektive beleuchtet. Denn wir sprechen über den symbolischen Ausdruck der Ehepartner als Kleid und was dieser aus islamischer Sicht bedeutet. Dieses Bild bietet uns am Ende einen reichen Stoff für Gedanken über die Ehe, ihre Funktionen und ihren Wert in unserem Leben. Doch bevor wir überhaupt anfangen, in das Thema Ehe oder Ehepartner einzusteigen, und zwar befinden wir uns ja momentan im Monat Ramadan und uns sind allen die Fastenverse in Surat al-Baqarah bekannt. Und vielleicht ist es ein sehr, sehr schöner Einstieg erstmal,
dass du uns einen kurzen Tafsir-Auszug gibst, wie wir diese Verse zu verstehen haben. Naam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Habibina wa Qudratina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Du oder ihr spricht wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema an, was wir im Rahmen von Ramadan und dem Fasten wirklich sehr oft unterschätzen oder überhaupt nicht mal im Blick haben. Mhm. Und zwar ist, wie wir alle wissen, der Monat Ramadan, wir merken es immer wieder aufs Neue, auch wenn wir es im Laufe des Jahres vergessen, aber sobald wir im Ramadan sind, merken wir es immer wieder, dass Ramadan, wenn wir versuchen, uns auf die Ziele und den Sinn und die Weisheiten des Fastens und des Monats zu konzentrieren, dass wir automatisch unsere Ibadah intensivieren, unsere Anbetung, unsere gottesdienstlichen Handlungen. Durch das Fasten natürlich in erster Linie, durch unsere vermehrten Gebete, durch das Zusammenkommen in der Moschee, durch unsere Koran-Rezitation. Und das ist natürlich der Hauptfokus dann, auch im Monat Ramadan. Und das ist auch richtig und in Ordnung. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass wir auch im Ramadan bei dieser Intensivierung trotzdem Menschen bleiben mit einer gewissen Verantwortung. Menschen mit Aufgaben im Alltag, persönliche Aufgaben, aber auch Aufgaben und Verantwortung in Bezug auf andere Menschen. Mhm. Und es ist sehr interessant, wenn wir uns diese Fastenverse in der Surah Al-Baqarah anschauen, wo es um das Fasten und den Ramadan geht, dann in Vers 187 der Surah Al-Baqarah, wo Allah Ta'ala dann plötzlich über die Beziehung der Ehepartner spricht. Mhm. Also nochmal, wir müssen uns das nochmal vor Augen halten. Allah spricht vorher über das Fasten natürlich, dass es eine auferlegte Verpflichtung ist, dass das Ziel des Fastens das Erlangen von Taqwa ist. Mhm. Es geht dann um bestimmte Umstände, wenn jemand nicht fasten kann, was er macht aufgrund von Alter, von Krankheit. Dann geht es um den Monat Ramadan, die Hinabsendung des Korans. Es geht um die Aufgabe mit dem Koran. Es geht um das Bittgebet. Und dann kommt plötzlich ein Vers, wo es um Ehepartner geht oder die Beziehung zwischen Mann und Frau. Allah Ta'ala sagt: "Uhilla lakum laylatas siyami ar-rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Also euch ist in der Nacht des Fastens erlaubt, den Beischlaf mit euren Ehepartnern zu vollziehen. Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Das heißt, im Rahmen dieser Verse, wo es um Fasten, um Gottesfurcht, um den Koran geht, um Ramadan, also all diese zentralen Themen, die natürlich gegenwärtig für uns sind, auch im Monat Ramadan, kommt ein Thema, wo man erstmal stehen bleiben muss. Wie passt das jetzt an diese Stelle? Und aus meiner Sicht ist das sehr, sehr, sehr interessant. Also zunächst einmal auch der Begriff, also wir haben hier eine sehr, sehr schöne, auch rhetorische Wendung in diesen Versen, und auch rhetorische Ausdrücke, wenn Allah die Ehepartner als Kleid, als jeweils Kleid des anderen bezeichnet. Was ist ein Kleid oder Kleidung? Also im Arabischen erstmal, die Grundbedeutung davon ist, man sagt, labas ash-shay'u ash-shay'a idha tassala bihi. Also im Arabischen sagt man, wenn etwas mit etwas anderem libas macht, dann verbindet es sich mit dieser Sache. Ja. Und nicht nur irgendeine Verbindung, eine sehr enge und intensive Verbindung. Und Allah Ta'ala sagt hier, dass die Ehepartner, oder das ist eines der Ziele, der Hauptweisheiten, warum Mann und Frau zusammenkommen sollen auch. Mhm. Und zwar, dass sie eine Einheit bilden, dass sie zusammenkommen auf eine sehr intensive und schöne Art und Weise. Mhm. Und wir alle, wenn wir darüber reflektieren, was bedeutet uns Kleidung, was bedeutet Bekleidung? Ich meine, im Alltag, im Allgemeinen, in unserem Leben, wir alle brauchen Kleidung. Mhm. Einmal schützt Kleidung unseren Körper. Ja. Je nachdem, welche Kleidung, zu welcher Jahreszeit, schützen wir uns entweder vor Hitze oder vor Kälte oder vor Wind. Einmal das, aber auch vor den Blicken anderer Menschen. Wir bedecken unsere Blöße, Körperstellen, wo wir nicht wollen, dass andere sie sehen. Wir bedecken uns, schützen uns auf unterschiedlichen Ebenen. Aber Kleidung ist auch dafür da, dass wir uns schön machen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Kleidung. Kleidung, wir sprechen bei ihr. Hoffentlich sprechen wir nicht über Scheidung. Aber Kleidung ist natürlich auch ein Aspekt, der den Menschen schön macht. Ich meine, wir alle kennen die Überlieferung,
wo ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, dass ein Mann möchte doch oder jemand möchte doch, dass sein Gewand und seine Sandalen schön sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Das heißt, sich schön kleiden ist auch ein Aspekt von Kleidung. Und wenn wir diese Bedeutung jetzt übertragen auf die Beziehung zwischen den Ehepartnern, dann verstehen wir, okay, worum geht es eigentlich? Zwei Menschen kommen zusammen, sie teilen alles. Das ist die Realität. In dem Moment, wo wir auf engstem Raum zusammenkommen, Mann und Frau, einen Vertrag schließen, eine Ehe gemeinsam beginnen sie auf engstem Raum alles zu teilen. Ja. Aber nicht nur jetzt auf räumlicher Ebene, sondern auch auf persönlicher Ebene, auf psychologischer Ebene, auf emotionaler Ebene, auf spiritueller Ebene. Ja. Es gibt keinen Menschen, der mir plötzlich so nah wird und keiner wird mir so nah sein, auch können. Und Allah sagt, aber wenn ihr das tut, dann soll das wie ein Kleid sein. Es soll immer ein Safe Space sein, Schutz. Es soll immer eine gewisse Schönheit damit einhergehen. Ich meine, wir alle müssen uns fragen, okay, welche Kleidung wollen wir tragen? Wir alle wollen angenehme Kleidung tragen, schöne Kleidung tragen, gut riechende Kleidung tragen, saubere Kleidung tragen. All diese Dinge müssen wir auf spiritueller und emotionaler und psychologischer Ebene auch in die Ehe dann transportieren. Weil am Ende unsere Religion lehrt uns, wie wir wissen, immer, dass es Dinge gibt der Äußerlichkeit, aber es gibt Dinge der Innerlichkeit. Und unsere Religion verbindet immer zwischen diesen zwei Ebenen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel sagt, in authentischen Überlieferung bei Imam Muslim, er sagt sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah schaut nicht auf euer äußerliches Erscheinungsbild und auch nicht auf euer Vermögen, auf euer Geld, sondern er schaut auf eure Herzen und eure Taten. Und das heißt, in diesen Versen, Allah Ta'ala gibt uns den Hinweis und sagt, aufgepasst, o Gläubige. Ja, Ramadan hat bestimmte Ziele und bestimmte Weisheiten. Wir werden vielleicht nochmal auch weiter darauf eingehen. Aber es gibt nochmal einen Aspekt, den ihr auch beachten müsst, den ihr nicht vergessen dürft. Ich merke tatsächlich immer wieder auch im Rahmen der Seelsorge oder der Eheberatung, dass es manchmal dazu führt, dass der Monat Ramadan bei Ehepartnern zu einer weiteren Entfremdung führt. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ja. Weil plötzlich Ramadan, okay, die körperliche Beziehung tagsüber ist klar, auch eines der Fastengebote, dass wir keinen ehelichen Verkehr am Tag vollziehen. Automatisch schafft man eine körperliche Entfernung. Ja. Man fastet, man fühlt sich zu schwach, um irgendwie überhaupt etwas machen zu können. Und dann in der Nacht, der eine geht zum Tarawih oder die anderen gehen schlafen. Und vielleicht in manchen Familien ist es so, dass ein Part immer dann vielleicht sogar mit dem Essen beschäftigt ist und mit dem Haushalt, der andere Part geht sowieso zur Arbeit. Und das heißt, es führt zu einer Entfremdung auch. Aber eigentlich sollten wir Ramadan dafür nutzen, um genau das Gegenteil zu bewirken. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die es wert ist, dass wir ehrlich gesagt intensiv darüber nachdenken. Ja. Und eine Sache noch zum Thema Kleid ist mir eingefallen. Wir alle kennen Kleider machen Leute. Und eigentlich Kleider machen Leute ist natürlich eine Kritik auch daran, dass Menschen anderen Menschen erst einen Wert beimessen durch eine bestimmte Kleidung. Aber ich sage immer gerne, nicht Kleider machen Leute, das Kleid macht die Ehe. Das Kleid macht die Ehe. Also je mehr wir unsere Ehe und auch unsere Ehepartner als Kleid betrachten, mit allem an schönen und wichtigen Bedeutungen, die wir genannt haben, desto stärker wird unsere Beziehung, unsere Verbindung auch. Allahu a'lam. Auf jeden Fall, subhanallah, ich höre das zum ersten Mal, aber so, wenn ich so es mir jetzt aus der Perspektive anschaue, dann macht es doch auch schon etwas Sinn, dass du, als du meintest, im Ramadan eigentlich, normalerweise sollte man sich ja als Kleid verschmelzen, doch
wir machen es genau im Gegenteil, also wir entfremden uns. Und aber wie kann denn, vielleicht jetzt zu der Frage, wie kann man das besser machen? Also wie kann man dieses gemeinsame Fasten, das gemeinsame Beten im Monat Ramadan dazu nutzen, um unsere Beziehung nochmal zu intensivieren und nochmal wirklich uns festzuschmelzen? Das ist eine sehr gute Frage natürlich. Die Frage kommt auch immer dann, wenn wir darüber reflektieren, okay, was machen wir jetzt praktisch? Wie schaffen wir natürlich dieses Ziel umzusetzen? Und der allererste Punkt aus meiner persönlichen Sicht ist, dass wir zurückkehren zu den absoluten Basics, warum wir fasten. Weil das vergessen wir auch schon oft. Und das führt dann, weil wir von einer falschen Ausgangssituation ausgehen, auch wenn wir es auf gedanklicher Ebene vielleicht wissen oder lernen, aber praktisch von einer ganz anderen Situation immer ausgehen oder Ziele setzen. Das führt dann automatisch zu Problemen oder anderen Herausforderungen, die wir uns ersparen können. Und zwar, was ist überhaupt Ziel des Fastens? Ziel des Fastens ist es, dass wir lernen, A, verzichten zu können, aber auch B, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Und oft ist es so, und manchmal bei uns Muslimen, dass plötzlich der Monat Ramadan, also wir essen weniger automatisch tagsüber, aber plötzlich wird es ein Monat des Essens. So, das ist irgendwie so ein Widerspruch. Eigentlich sollen wir weniger essen, aber es wird plötzlich mehr gegessen. So, das merken wir bei den ganzen Tutorials und dann den ganzen Kochrezepten und im Ramadan, was kann ich alles machen und welche Möglichkeiten. Und auch, weiß ich nicht, dann gibt es Shows dazu, ein bisschen im arabischen Fernsehen und so weiter, Ramadan kochen. Aber eigentlich geht es doch gar nicht darum. Also eigentlich sollen wir uns von diesen materiellen Dingen lösen, zum Teil. Was wir aber machen, wir halten noch stärker daran fest. Das führt dazu, dass wir uns nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren, auch in unseren Beziehungen. Das heißt, eigentlich müssten wir sagen, okay, sagen wir mal, normalerweise der Ehemann einer Familie geht arbeiten tagsüber, die Frau übernimmt dann die Verantwortung, weiß ich nicht, des Haushalts, der Kinder, des Essens und so weiter. Man teilt sich die Dinge auf. Und dass der Ehemann, und ich sage auch immer in erster Linie zu den Brüdern, die in einem Haushalt leben, wo zum Beispiel die Frau mehr dafür verantwortlich ist, vielleicht zu kochen, es kann auch umgekehrt sein. Aber gerade wenn das der Fall ist, dass die Männer und die Brüder dahin kommen und sagen, schau mal, mein Schatz, im Ramadan kochen wir weniger, zum Beispiel. Oder wir organisieren das so, dass wir uns weniger darum kümmern müssen. So. Dass man sich überlegt, okay, ich muss nicht jeden Tag was Neues essen. Nein. Ich muss nicht jeden Tag drei Gerichte auftischen. Ja. Nein, es reicht immer, wenn wir am Ende wissen, das Fasten zu brechen mit etwas Einfachem, vielleicht eine Suppe, vielleicht kann man ein Gericht essen. Aber dass man von vornherein auch den Monat so plant, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Was ist das Wesentliche? Wir versuchen zu fasten mit dem Herzen, nicht nur mit dem Magen. Ja. Und wir unterstützen uns gegenseitig, dass die eine Seite die andere Seite als Partner unterstützt. Dass der Ehemann sagt, okay, ich nehme dir im Ramadan vielleicht Dinge ab, die du sonst machst, die ich nicht mache oder nicht so oft mache, dass du dich auf den Koran konzentrieren kannst vielleicht. Ja. Weil es kommt immer die Frage, also gerade Mütter, ich bekomme immer die Frage, Mütter sagen, okay, der Ramadan ist der Monat des Korans und wir sollen mehr Koran lesen, mehr auseinandersetzen. Wie soll ich das machen? Meine Kinder und dann Essen und dann Haushalt und dann Wäsche. Und genau das ist der Knackpunkt. Eigentlich sollen wir lernen und versuchen, uns so zu organisieren, dass wir diese Dinge weniger brauchen. Dass wir uns dann auf das Wesentliche konzentrieren. Das können wir nur schaffen, wenn wir auch zusammenarbeiten. Wenn die eine Seite auf der faulen Haut liegt und sagt, ich bin fastend, ich kann sowieso nichts machen, ich bin halbtot, so in dem Sinne, und die andere Seite alles machen muss, dann funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, nochmal zusammengefasst, die Ehepartner, wenn sie dieses Ziel auch gerade im Ramadan vielleicht beleben wollen oder zumindest anstreben wollen, dass sie ihre Beziehung auch verbessern im Ramadan. Es gibt keinen besseren Monat, schaut mal, ich sag mal den Geschwistern, es gibt keinen besseren Monat als den Monat Ramadan, aufgrund des Segens in diesem Monat. Des Lichts in diesem Monat, des Bewusstseins in diesem Monat. Es gibt keinen schöneren, besseren Monat, in dem man seine Beziehung verbessern kann. Seine Beziehung zu sich selbst, seine Beziehung zu Allah in erster Linie, seine Beziehung zum Ehepartner, seine Beziehung zu den Mitmenschen. Es gibt keinen gesegneteren Monat als diesen Monat. Und so muss man das sehen.
Nein, Wallahu a'lam. Ich knüpfe einfach direkt an mit den Mitmenschen. Und zwar, wie kann denn, und zwar, wenn wir jetzt diese ganzen Schritte, diese ganzen Steps nachvollziehen und einbauen in unsere Ehe, natürlich wir, also als verheirateter Ehemann, profitiert natürlich in seiner Ehe davon, dass die Ehe schöner ist, die man ist zusammengeschlossen. Aber wie kann die Stärkung dieser Ehebeziehung auch eventuell einen positiven Einfluss auf die gesamte Gemeinschaft führen? Hm. Beziehungsweise geht das? Und Subhanallah, das ist gerade im Ramadan auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Weil ich meine, weshalb machen wir das Ganze überhaupt? Also weshalb fasten wir? Weshalb rezitieren wir den Koran? Ja, was ist Ziel der Offenbarung des Korans? Und zwar geht es darum, ich fasse zusammen, wie Allah Ta'ala es in vielen Stellen im Koran zusammenfasst, dass wir von den Dunkelheiten minad dhulumati ila nur geführt werden. Und die Aufgabe einer gläubigen Gemeinschaft ist es, dieses Licht an die Menschen zu tragen. Es nicht für sich selbst zu pachten, sondern an die Menschen zu tragen. Und die kleinste Einheit einer Gemeinschaft, also als Einheit, es beginnt natürlich immer mit dem Einzelnen, aber die kleinste und wichtigste Einheit einer Gemeinschaft ist immer die Familie. Die Familie beginnt mit den Ehepartnern. Und eine Gemeinschaft ist nur so stark, wie auch ihre Familien stark sind. Wir können keine starke Gemeinschaft aufbauen. Wir können nicht mit schönem Vorbild vorangehen, wenn wir nicht anfangen bei den zentralen und auch wichtigsten Dingen unserer Gemeinschaft. Das sind die Familien, das sind die Beziehungen zu unseren Familien, zu unseren Ehepartnern, zu unseren Kindern und so weiter. Wenn wir nicht an diesen Dingen arbeiten, dann können wir nicht erwarten, dass wir eine vorbildliche Gemeinschaft werden, die dieses Licht, was Allah uns gegeben hat, an die Menschheit trägt. An die Menschheit trägt. Und deswegen auch sehr schön in das Surah Al-Furqan gibt es ein schönes Bittgebet. Schönes Bittgebet, gerade auch in Bezug auf die Ehepartner, wo es am Ende des Bittgebets lautet: und mach uns zu Vorbildern für die Gottesfürchtigen. Schau mal, dieses Level schon, Subhanallah. Nicht nur zu Vorbildern für die Allgemeinheit, sondern für die Gottesfürchtigen. Also nochmal einen Schritt weiter. Und hier ist auch ein Hinweis dann, dass dieser Vorbildcharakter und dieses vorbildliche Vorangehen schon bei den Ehepartnern beginnt. Und das heißt, wenn wir den Ramadan nutzen, den Segen des Monats nutzen oder auch diese Ziele und Weisheiten nutzen, die Allah Ta'ala uns mitgibt, natürlich nicht nur für den Monat Ramadan, auch darüber hinaus, weil der Monat Ramadan ist, wir werden nochmal drauf eingehen, ist eigentlich die Schule, die uns auf das Leben oder auch ja das Leben im gesamten Jahr vorbereitet. Und das heißt, wenn wir es schaffen, anzustreben, dass unsere Ehen, unsere Familien auf gesundem Fundament aufgebaut werden, mit Rechtleitung, mit Weisheit und so weiter, dann müssen wir uns rein rechnerisch, das ist natürlich nicht nur eine rechnerische Sache, ich hätte vor Familie plus Familie plus Familie plus Familie plus Familie plus Familie mit diesem Fundament, was für eine Gemeinschaft daraus entsteht. Ja, Subhanallah. Das heißt, um zur Frage zurückzukommen, das heißt, wenn wir es schaffen, unsere Familien auf diesem gesunden und schönen Fundament aufzubauen, dann wird das einen unglaublich auch schönen und positiven Effekt auf eine muslimische Gemeinschaft haben, aber auch an dem Ort, wo sich eine muslimische Gemeinschaft befindet, unabhängig von Muslim oder Nicht-Muslim, dieser positive Effekt wird sich ausweiten. Und dieser Segen wird sich ausweiten. Subhanallah. Ja, ich glaube, so man kann eventuell sagen, dass wir so einen Durchbruch brauchen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass man sich eventuell ein bisschen ausruht und dass dieses nicht verschmelzen, sondern dieses eher ein bisschen sich entfremdet zur Normalität irgendwie geführt hat, eben dadurch, dass man diese ganzen diese Gewohnheiten weiterhin ausübt, Generation zu Generation überträgt und nie wirklich sich an sich selber arbeitet. Doch ich glaube, du kannst es noch mal besser einschätzen, vor allem als Seelsorger. Was meinst du, was gehört noch so zu Herausforderungen für vor allem für Ehepartner während des Ramadans? Also zu den Dingen, die wir bereits genannt haben, dass man
also sich bewusst macht, was das Ziel ist Ramadan. Es geht nicht um Essen, es geht nicht um Kochen, es geht nicht um, weiß ich nicht, etwas zur Schau zu stellen oder jetzt mehr in diesem materiellen, dann Eid und dann wird Eidfeste organisiert und Geschenke. Im Ramadan geht es nicht darum. Im Ramadan geht es nicht darum. Das sind Dinge, die kommen vielleicht hinzu, die sind vielleicht wichtig und schön. Aber weitere Herausforderungen, dass natürlich auf der wir haben jetzt die ganze Zeit über die Ehe gesprochen, dass man als Einheit zusammenwächst und diesen Segen dafür nutzt. Aber man darf natürlich, und das ist natürlich dieses Spannungsverhältnis, wo man versuchen muss, eine Harmonie zu schaffen, dass man sich natürlich auch in diesem Monat auf sich selbst konzentriert. Das kann auch wieder eine andere Herausforderung sein, dass man, wenn man sich nur auf den familiären Part konzentriert, dass man sich selbst dabei vergisst. Weil am Ende unsere Beziehungsebene sind immer mehrere, die wir im Blick haben müssen. Also wenn wir ein Gleichgewicht als Muslime in unserem Leben, in unserem Alltag haben wollen, dann müssen wir auch alle Beziehungsebenen und Verantwortungsebenen, die wir haben, im Blick haben. Und muss eine Beziehung zu mir selbst haben, eine positive. Natürlich eine Beziehung zu Allah, eine Beziehung zu meinem Ehepartner, eine Beziehung zu meiner Umwelt, eine Beziehung zu meinen und so weiter. Das heißt, ich darf mich selbst auch nicht vergessen, dass ich dass die Mutter auch vielleicht, gerade die Mutter vielleicht, die sonst sehr viel im Dienste anderer steht, möge Allah Ta'ala unsere Mütter und unsere Ehefrauen reichlich belohnen für ihre Anstrengung. Jedes Mal, das darf man nicht unterschätzen, gerade in den Kontexten, in denen wir leben, in der Zeit, in der wir leben. Aber dass man sich selbst dabei nicht vergisst. Man braucht eine Zeit für sich selbst, das Gedenken Allahs, des Rückzugs, der Khalwa, alleine sein mit Allah. Der Koran-Rezitation, des Gebets und so weiter. Ja. Meinst du, dass man das vielleicht so ein bisschen trennen kann, dass man sagt zum Beispiel, okay, ich bereite mich vielleicht im Schaban einen Monat vorher, konzentriere ich mich sehr auf Selbstreflexion und kombiniere das dann im Ramadan irgendwie, ich sag mal, beziehungsweise nicht reduziere es, sondern habe es sozusagen schon integriert in meinem Alltag, sodass es mir nicht mehr so schwer fällt und konzentriere mich dann auf die Familie. Oder meinst du, es ist schon sehr schwierig? Also ich würde tatsächlich diese Dinge, also so mache ich das meistens oder so, wenn ich gefragt werde, dann empfehle ich das, dass jeder erstmal schauen muss, wo er selbst gerade steht und was er braucht. Weil oft ist es so, dass wir natürlich, wir nehmen uns Vorbilder, wir nehmen uns Beispiele, das ist in Ordnung, aber nicht immer so, wie andere es machen, passt es auch zu mir. Wir müssen immer realistisch sein. Oft ist es so, okay, eine Person sagt, im Ramadan macht diese To-Do-Liste, sowieso Ramadan ist der Monat der To-Do-Listen geworden bei uns und der Ramadan-Planer und da sieht man wieder, wie wir eigentlich das, wieder die Klammer auf, dieses Materielle, was weniger sein soll, plötzlich die äußerlichen Dinge werden wieder mehr. Aber was der eine sagt, okay, eine To-Do-Liste hilft mir oder das Einteilen Schaban so und Ramadan so, aber der andere sagt, nein, ich stehe ganz woanders. Ich habe ganz andere Herausforderungen und ich habe eine ganz andere Ausgangssituation. Ich habe ganz andere Stärken und Schwächen. Das heißt, natürlich muss jeder in eine Selbstreflexion gehen und erstmal für sich ein Status quo klären. Wo bin ich? Wo stehe ich? Was brauche ich? Und so weiter. Und dementsprechend kann man sich dann einen Rat holen vielleicht oder schauen, wie man sich am besten vorbereitet. Sagen wir mal jetzt, die Ehepartner konnten durch Ramadan sehr, sehr viel dazu gewinnen. Und jetzt heißt es, okay, Ramadan ist vorbei. Plötzlich steht der Eid vor der Tür. Die Frage ist jetzt, wie kann man, ich glaube, das ist auch nochmal so eine andere Herausforderung, das zur Normalität eher einführen lassen und nicht sagen kann, okay, das ist nur mein Ramadan-Checklist. Was meinst du, wie kann man das irgendwie in Einklang bringen, um irgendwie nachhaltigen Gewinn dadurch zu erzielen? Ich glaube, eine Sache ist zunächst einmal, dass man sich natürlich der Realität bewusst sein muss und dass es kein Grund ist, um irgendwie in ein Loch zu fallen oder traurig zu sein. Die Realität, die man sich bewusst machen muss, ist, dass Ramadan natürlich eine Ausnahmesituation ist. Ramadan ist eine Ausnahmesituation, die wichtig ist und die auch ihren Sinn hat. Aber nach Ramadan, ich soll natürlich bestimmte Dinge aus dem Ramadan mitnehmen. Alles, was ich immer wieder im Ramadan lerne,
woran ich erinnert werde, meine Beziehung zu Allah, meine Beziehung zur Gemeinschaft, meine Beziehung zum Koran und so weiter. Die Leute versuchen nach dem Ramadan immer ein Stück weit natürlich mitnehmen und zumindest in einem Aspekt von den Dingen versuchen, eine Steigerung oder eine Besserung zu schaffen. Aber was manchmal passiert, ist, dass manche Geschwister im Ramadan, mashallah, ein bestimmtes Pensum haben, jeden Tag und so weiter. Und nach Ramadan plötzlich in ein Loch fallen, weil sie glauben, sie würden oder ja, sie hätten etwas total falsch gemacht, weil sie nicht genau dieses Pensum, was sie im Ramadan hatten, aufrechterhalten können. Nein, so ist das nicht. Die Realität ist, dass Ramadan eine Ausnahmesituation auch in dem Sinne ist, wo ich wahrscheinlich wo ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde, das gesamte Jahr über an Ramadan zu halten. Das ist unrealistisch. Aber ich soll natürlich versuchen, immer was mitzunehmen, mich zu bessern und so weiter und auch diese Energie aus dem Ramadan mitnehmen, um mein Jahr, mein nächstes Iman-Jahr, wie wir sagen, zum nächsten Ramadan zu meistern. Aber ich glaube, das ist der allererste wichtige Punkt, weil wenn man dann so ein Loch fällt, auch psychologisch, und sagt, Khalas, ich habe sowieso nicht geschafft, Ramadan war schön und jetzt schaffe ich nichts mehr und dann geht wieder alles von vorne los. Nein. Dass man sich erstmal selbst eingesteht, dass es Ramadan ist Ramadan und nach Ramadan ist nach Ramadan. Und alles hat seine Zeit und alles hat seine Intensität und alles hat seine Aufgabe. Das ist die erste Sache. Aber natürlich sollte man sich bemühen, dass man, da kann man sich im Ramadan schon Gedanken machen, was ist das, was ich diesen Ramadan mitnehmen möchte. Und wenn es eine einzige Sache ist, dass wir versuchen, von Ramadan zu Ramadan eine Sache zu verbessern. Und wenn es nur eine Sache ist, dann ist das schon sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Allahu Akbar. Wir befinden uns jetzt schon zwar im Ramadan und ich habe das Gefühl, manche Geschwister, die demotivieren sich sehr, 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 weil man hört, wie kann man sich jetzt erst wie kann man sich jetzt erst die Ziele setzen, die man im Ramadan erzielen kann. Dafür sollte man 6 Monate für sich vorher nehmen oder den Schaban dafür nutzen. Meinst du, wir sind schon zu spät, beziehungsweise jemand wäre schon zu spät dafür, jetzt sein Ziel zu setzen oder seinen Ehepartner als Kleid zu benutzen? Schau mal, das ist eine sehr gute Frage aus meiner Sicht, die uns daran erinnert, wer wir wirklich sind. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir Menschen schwach erschaffen sind. Unsere Schwäche soll uns nicht dazu führen, dass wir demotiviert werden, sondern dass wir eigentlich erkennen, dass das unsere Realität ist und dass wir das Beste draus machen. Und dass man sich selbst sagt oder anderen sagt, es ist zu spät, macht jetzt sowieso keinen Sinn mehr. So. Das ist, man kann schon fast sagen, das ist eine Einflüsterung des Shaitans. Eine Einflüsterung des Shaitans. Denn was will der Shaitan? Der Shaitan will, dass wir aufgeben. Der Shaitan will, dass wir in die Irre gehen. Allah will aber, dass wir weitermachen. Allah will, dass wir rechtgeleitet sind. Und schaut mal, selbst wenn jemand den ganzen Ramadan, möge Allah uns davor bewahren, vergeudet. Fastet, aber vergeudet und am Ende sagt, okay, noch einen Tag. Macht es Sinn, überhaupt nochmal ein Ziel zu setzen? Ja, es macht Sinn. Schau mal, Allah Ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, lehren uns im Allgemeinen in unserem Leben, in Bezug auf Fehler, in Bezug auf Sünden, dass es niemals zu spät ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, authentische Überlieferung, er sagt, إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. Schau mal, in Bezug auf die Tauba, die Reue. Allah nimmt die reumütige Umkehr, die Tauba des Dieners so lange an, oder so lange, also nimmt sie an, solange, mit anderen Worten, seine Seele, seine Kehle nicht verlässt, bis er stirbt, mit anderen Worten. Das heißt, selbst im letzten Todesmoment kannst du vor dem Todesmoment kannst du sagen, ja Allah, vergib mir. Ja Allah, ich muss mich ändern. Wie ist es dann im Ramadan? Und du hast noch einige Tage. Du weißt, dass du zumindest deine Absichten fest und deine Ziele setzt. Und durch die Absichten und das Ziele setzen erreichen wir Dinge, die wir manchmal mit Taten nicht erreichen können. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, innama al-a'malu binniyat, die Taten entsprechen ihren Intentionen. Und die Gelehrten sagen, dass wir durch die Absichten und Ziele erreichen, was wir nicht durch die Handlung erreichen können. Weil manchmal ist es so, dass du ein Ziel und eine Absicht fasst, aufrichtig, und du möchtest es und bittest Allah darum. Du erreichst es aber am Ende nicht, aufgrund bestimmter Umstände. Aber alleine, dass du deine Absicht gefasst hast und ein festes Ziel hattest, ist schon ein Erfolg.
ohne dass du die Tat ausgeführt hast. Das heißt, ich würde sagen, es ist niemals zu spät. Im Gegenteil. Also das ist eigentlich ein Ausdruck spiritueller Armut, wo der Shaitan versucht, uns dies einzuflüstern. Mhm. Dass wir sagen, Khalas, es macht keinen Sinn mehr. Es ist zu spät. Mhm. Ich höre auf. Nein. Und wenn es der letzte Moment ist. Und wenn es der letzte Moment ist, mach Tauba. Mhm. Kehre um zu Allah. Bitte Allah um Vergebung. Bitte Allah um Besserung. Na, Allah. Man hört die Frage von sehr vielen auch neu konvertierten Geschwistern, die den Ramadan zum ersten Mal durchleben dürfen. Und die Frage ist immer wieder dieselbe. Was würdest du empfehlen für mich? Wie kann ich den Ramadan als erfolgreichen, unvergesslichen Ramadan erleben? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so, worauf sollte ich mal bei meinem ersten Ramadan vor allem fest darauf achten, als neuer Muslim vor allem, weil das ist ja ein ganz neuer Monat für jemanden. Das Fasten ist sehr neu. Das Tarawih-Gebet eventuell auch sehr neu. Das ist eine Sache, die betrifft vielleicht nicht nur Geschwister, die konvertiert sind, den Islam annehmen. Mm. Im Allgemeinen. Ja. Ist ja auch manchmal so, dass jemand vielleicht, ich sag mal mit anderen Worten, einige Ramadane in dem Sinne verschlafen hat, dass er sagt, okay, er hat sich gar nicht so drauf konzentriert. Mm. Und dann, okay, jetzt möchte ich einen Ramadan anders machen. Mm. Und eine wichtige Sache, eine wichtige Grundlage ist immer, dass man sich dabei nicht übermannt. Weil oft ist es so, wenn man dann plötzlich diesen Motivationsschub hat, man möchte jetzt was ändern, dann möchte man sich sehr viel auferlegen. Mhm. Man möchte von 0 auf 100, aber das ist unrealistisch. Mhm. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lehrt uns das auch, dass am Ende was zählt. Lieber, ich mache wenige Dinge, aber regelmäßig, anstatt plane alles auf einmal und mache am Ende nichts. Mhm. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die von Allah am meisten geliebten Taten sind die, die regelmäßig begangen werden, selbst wenn sie wenige sind. Das heißt, was ich empfehle, ist, dass man realistisch bleibt und erstmal sich darauf besinnt, weshalb ist Ramadan dafür da? Erstmal fasten. Das ist der erste Schritt. Ich muss erstmal mich dran gewöhnen, bewusst zu fasten. Erstmal, wir beginnen mit dem Fasten des Magens. Wir kennen die Stufen des Fastens, dass ich mich von Essen und Trinken fernhalte. Im nächsten Schritt auch von verbotenen Worten und verbotenen Blicken. Mhm. Und im nächsten Schritt das Ziel, dass ich wirklich bewusst mit dem Herzen faste und mich von allem lossage außer Allah. Und ich muss aber erstmal anfangen zu fasten. Mhm. Ich muss mich erstmal an die Situation gewöhnen. Gerade Menschen, die vorher nie dieses Fasten praktiziert haben. Sie müssen sich erstmal an dieses Fasten gewöhnen und versuchen, an diesem Fasten zu arbeiten. Und dann schrittweise darauf aufbauen. Wenn sie merken, okay, ich habe jetzt mein Fasten, ich habe meine Routine, ich habe es im Griff, dann gehe ich weiter. Okay, ich muss anfangen, andere Dinge vielleicht gut zu machen, besser zu machen. Wenn jemand es schafft, natürlich im Idealfall im Ramadan nach dem Fasten zum Tarawih-Gebet zu gehen, in der Gemeinschaft. Und wir alle wissen, dass es Alhamdulillah, gerade im Ramadan, wenn wir zum Tarawih-Gebet gehen, dass es uns leichter fällt, plötzlich viel zu beten. Wenn wir uns alle vorstellen, so viel außerhalb von Ramadan zu beten, wie beim Tarawih-Gebet, jeden Tag, sagen wir im Idealfall 20 Rak'at oder ähnliches, machen wahrscheinlich die wenigsten sonst im Laufe des Jahres. Aber dass man schrittweise anfängt, dass man den Segen und die Umstände im Ramadan nutzt, um weiterzukommen. Aber immer schauen, wo stehe ich gerade, was kann ich machen und nicht zu viel aufbürden. Wenn jemand sagt, gerade sein erster Ramadan, er sagt alles, ich faste, dann werde ich jeden Tag Koran auswendig lernen, dann werde ich jeden Tarawih teilnehmen und dann werde ich noch rausgehen, hier noch Gutes tun und dann hat er noch Schule, dann hat er noch Arbeit, dann hat er noch Familie und am Ende findet man sich am Tag davor und man hat dann nichts mehr gemacht. Nein, konzentriere dich auf eine Sache nach der anderen. Na, Wallahu a'lam. Ja, Barakallahu, auf jeden Fall. Was können wir aus dieser Episode rausnehmen? Zum einen, dass es niemals zu spät ist, mit seinen Zielen für Ramadan zu planen, etwas vorzunehmen. Dass wir vor allem gegenüber unseren Ehepartnern uns nicht entfremden, sondern zusammenkommen. Denn der Ramadan ist genau der richtige Monat dafür. Ein Monat voller Liebe, ein Monat voller, auf Englisch, Blessings. genau.
Nun, da wir jetzt die symbolische Tiefe der Ehe besprochen haben, wenden wir uns jetzt in der nächsten Episode einen weiteren zentralen Aspekt zu, nämlich dem Koran. Denn der Ramadan ist nicht nur irgendein Monat, sondern der Monat des Korans. Und wir widmen uns der Fragen zu, wie dient der Koran eigentlich als Leitfaden für das tägliche Leben und als moralischer Kompass für einen Gläubigen im Alltag? Und wie können wir überhaupt seine Lehren in unserem modernen Leben integrieren, um Orientierung, Trost und Inspiration zu finden? Daher bleibt gespannt, liebe Geschwister, schaltet unbedingt bei der nächsten Episode ein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.